Hallo, hier ist der Profi-Metzger Ralf. Heute zeige ich Ihnen, wie ich einen Schweinebauch auslöse. Und zwar, das mache ich mit dem Rippenzieher. Das kann ich klingern, das ist ein Schlaufen. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, wie man den Bauch anschneidet. Ich werde ihn heute anschneiden mit dem Messer, jede Rippe einzeln. Man muss da nur aufpassen, dass man nicht zu tief hineinkommt, sonst hat man die Schnitte drin. Und die werden an Brustspitz schneide ich aber. Das erste, was Sie da sehen, das Fleisch, was da ist, das ist das Zwerchfell. Das ist das Trend zwischen die Lunge und die Innereien, wenn da getrennt. Davon befindet sich die Lunge und da ist noch das Innereienpaket. Und das da ist das Filz, das Bauchfett, was drin ist, das ist ausgerissen worden schon. Da fange ich wie befolgt an. Ich schneide die Reste vom Zwerchfell, schneide raus, weg. Dann nehme ich den Bauch her. Jetzt nehme ich das Messer, ich nehme es so, ich halte so und fahre ganz leicht, nehme einen Knochen, ganz ein bisschen. Schauen Sie, da liegt ein nächstes Mal. Ja, nicht zu tief. Wenn es tief geht, dann reißt es, geht schwieriger. Ganz leicht. Nehme einen Knochen, ganz leicht. Ganz, nicht zu viel, ganz ein bisschen. Das braucht nur angeritzt sein, die Haut. Da vorne am Brustspitz. Nachher ziehe ich den Bauch so her, dass er da ist. Mein Fuß geht da her. Ich schlafe, nehme die Schlaufe und drücke mit der Hand drücke ein bisschen drauf. Schön aufdrucken und anziehen. Und jetzt und da habe ich schon ein bisschen geschnitten. Das ist war nicht gut, das was wir früher gemacht haben, ist schon da schon fest geschimpft worden. Ich muss auch ehrlich gestehen, ich mache es heute nicht mehr so. Gell? Wenn ich heute den Rippenzieher mit der Klingern und schneide die Klima Ding aus, aber es leichter geht. Aber so ist es eigentlich richtig so gemacht worden. Da darf kein Schnitt drin sein. Den auch noch. Und da müssen Sie meistens müssen Sie aufpassen, haben Sie da hinten auch noch einen kleinen Knochen. Na, den habe ich weg. Jetzt beim Zuputzen. Das ist Brustspitz. Und den ersten Knochen können Sie auch wegschneiden. Da ist meistens kein Fleisch drauf. Der Brustspitz. Beim Zuputzen. Wenn Sie heute den Bauch zuschneiden, müssen Sie auch aufpassen, dass der Bauch wirklich am Tisch liegt. Weil ich habe schon erlebt, da hat einer genommen, den Bauch hat so geschnitten, hat den Bauch so zugeputzt und ist da rausgekommen, hat sich an den Fuß reingeschnitten. Mit Aufpassen. Immer eine Kettenschürze dran, ist auch ratsam. Und das ist ein Schnittschutzhandsch, der ist, macht sich auch recht bewährt. Beim Zuputzen, da habe ich schon gerade geschnitten, jetzt schneide ich hinten den schneide weg. Schauen Sie, jetzt schneide ich da den Samen schneide ich auch weg. Und was noch ist, wir schneiden vorne den Knorpel, schneiden wir auch ein bisschen außer. Wir hier in Österreich lassen den Knorpel eigentlich drin, wenn wir Speck machen. Lassen wir drin. Man kann natürlich auch außerschneiden, auch, gell? Das ist wie jeder haben will. Und wenn Sie jetzt den Bauch anschauen, der Bauch soll in der Form soll er gerade sein, so wie ein Viereck. Er soll ein Viereck haben. Ja. Den legen wir mal her. Und wenn Sie das jetzt abschwarten, schauen wir gleich den Knorpel. Von den Knorpel aus auch noch. Ich werde abschwarten. Legen Sie es her. Das Messer nehmen wir es her. Und ziehen entlang. Schauen Sie. Und die Schwarten ist ja unten. Schauen Sie, ist ja unten. Da schneiden wir raus, das Magere. Die wahre Fetten, die schenken wir uns. Jetzt machen wir einen zweiten Bauch auch nochmal.
Wie gesagt, die Reste von der Flohm oder Fülz reißen wir raus. Da ist das, die Reste vom Zwerchfell. Sind wir auch weg. Noch an der Brustspitz. Na, schauen wir an erst. Siehst du, ist gerade am Knochen entlang, ganz ein bisschen. Nicht viel, ganz wenig. Ich schneide eigentlich nur ganz. Je mehr ich daran denke, desto tiefer schneide ich ein. Ich denke eigentlich gar nichts dabei. Ich fahre einfach mit mir so ein bisschen. Jetzt wieder mit dem Fuß leer, dass ich einen Gegendruck habe. So haben wir haben früher, wo ich noch gelernt habe, da haben wir jeden Tag 200 Sau gehabt. Und nachher sind die gekommen, da sind die Bäuche alle aufgehängt worden, auf einen Zopf, auf einen Christbaum. Und dann sind sie bis Freitag sind sie nicht ausgelöst worden und am Freitag haben wir den ganzen Tag gebandelt, die Schweinebäuche ausgelöst. Da waren, wie Sie sich vorstellen, wenn das 200 Schweine waren, das sind 400 Bäuche, 400 mal 4. Da kommt schon was zusammen. Schauen Sie, so wie es jetzt, wenn was, da bin ich nicht aufgepasst jetzt, einfach nichts gedacht. Und schauen Sie, es ist schöner geworden. Mir kommt immer vor, je mehr ich das mache und konzentriere auf, desto eher schnell da rein. Ich muss einfach so automatisch gehen. Schauen Sie, da ist kein Schnitt drin. Sehen Sie das? Da habe ich keinen Schnitt, nirgends. So ist die Karree früher gebandelt worden, sind alle so mit den Dingen ausgezogen worden. Schau, jetzt schneide ich den Brustspitz aus, da her. Da komme ich mit dem Messer durch beim Brustspitz, weil da ist eine Knorpellinie, da komme ich durch. Jetzt schneide ich das gleich gerade. Den Knorpel weggenommen. Jetzt wieder beim Zuschneiden aufpassen, dass der Bauch da nicht über die Tischkanten geht. Da so machen wir auch noch einen geraden Schnitt. Da hinten schauen wir, das war alles weg. So. Schauen wir mal, schauen. Der Bauch ist schön viereckig. Keine Borsten drauf sind, sondern über den Borsten sind wir weg. Schauen Sie, ein schöner Bauch. Und wichtig ist, dass da nirgends eingeschnitten ist. Sehen Sie, es ist genau richtig, exakt ausgezogen worden. Mir lassen wir, habe ich gesagt, lassen wir die Knorpel drin. Man kann sie ausschneiden. Wenn sie ausschneiden wollen, schneiden sie so ein bisschen her und schneiden sie so knapp aus. Aber ich sage, bei uns ist es so Standard. Sollte Ihnen das Video gefallen haben, bitte Daumen nach oben, abonnieren Sie mich, Ihr Profi-Metzger Ralf.